Hallo, diesmal ein etwas anderes Video. Und zwar weniger für meine Zuschauer, die dürfen zuschauen, mehr für die Interessenten, die sich gemeldet haben. Und zwar geht es um ein Anliegen, was ich habe. Und da haben sich sehr viele zurückgemeldet. Ich möchte euch mit dieser Videobotschaft antworten. Folgendes: Es gibt Menschen, die sind allergisch, also ich bin auch gegen Pollen allergisch. Es gibt Menschen, die sind bettlägerig. Es gibt Menschen, die legen Wert auf Design. Es gibt Menschen, die versuchen, gut im Leben zurechtzukommen. Und da gibt es diesen Luftreiniger von IKEA. Und den gibt es in zwei Variationen. Den gibt es in der Variation als Tisch. Und die gibt es als Variation so für den Boden. Der hat dann zwei kleinere Füße. Was es aber nicht gibt, ist die Variation als Wandhalterung. Und das ist etwas, was ich gerne gehabt hätte. Wo ich mir gedacht habe, auch bei den anderen, hey, du hast so einen Nachttisch im Schlafzimmer, den auszutauschen. Der ist sowieso schwebend, der ist an der Wand angebracht. Und wir könnten das jetzt mit dem Smart Home verbinden. Und immer dann, wenn du nicht im Raum bist, sogar wenn du die Wohnung verlässt oder sogar beim Lüften, geht automatisch dieser Luftreiniger an, der sich als Nachttisch-Wandhalterung verkleidet. Und deswegen ist dieses Video an euch gerichtet. Ich habe jetzt gesucht nach Handwerkern, vielleicht Leute, die schweißen. Da haben sich auch ein paar Leute mit 3D-Druckern gemeldet, größere, so für Autoindustrie und sowas. Und ich möchte kurz zusammenfassen. Vieles kann ich nicht sagen. Es geht um so ein Gerät zum Beispiel. Ne? Das sind die. Die sind schon schwer. Ich weiß gar nicht genau, so, weiß ich nicht, 10 Kilo oder sowas. Und ich kann da nicht so viel zu sagen. Also ich kann gerne irgendwas messen oder irgendwas schauen, aber sonst müsstet ihr euch das mal selber bestellen oder vielleicht hat das jemand in eurem Freundeskreis. Es gibt da was Besonderes und diese Halterung, die man da abmacht, sieht ungefähr so aus. So. Und sowas in dieser Richtung bräuchte man, nach meinem Amateurwissen, für die Wandhalterung. Er würde dann sozusagen an die Wand gebracht werden. Also ihr seht hier diese kleinen Füße. Und die kann man jetzt abschrauben und zum Schraubendreher und so weiter. Und diese Füße müssten größer und massiver sein. Also wir brauchen schon einen Winkel, der weiter runter geht, weil das Ganze so schwer ist. Oder irgendwas anderes. Ich bin da nicht so bewandert. Und das Ding so an die Wand. Sieht ein bisschen spacig aus, dann natürlich tiefer. Aber das ist das Ziel. Und ich habe jetzt im ganzen Internet gesucht. Ich habe überall, auch auf Englisch sozusagen, die Begriffe eingegeben. Ich habe nichts gefunden. Also wenn du bereits was findest oder sowas, würde mir das vollkommen ausreichen. Ich nehme dir das ab. Preis müssen wir mal schauen. Wenn das alles im Rahmen ist und fair, bin ich sehr, sehr interessiert daran. Ich glaube, wir bräuchten 6 oder 8 Füße, also für 4 Geräte so, ja. Und ich glaube, dass die Welt da draußen, wenn das jetzt jemand hinkriegt, jemand etwas designt, entwirft, ich glaube, da draußen müsste es noch mehr Interessenten geben. Also jetzt dürft ihr ja antworten, schauen, Fragen stellen. Kriegt jemand das hin, mir was zu schweißen oder mir irgendwas anzufertigen, dass ich diese Schrauben, diese Halterung benutzen kann, irgendwie, und dass das trotzdem an die Wand kommt? Dass man trotzdem diese Platte von hier oben, dass man die trotzdem als Tisch benutzen kann. Die ist sehr hart, die ist gut. Habt ihr da eine Idee? Danke, dass ihr euch dieses Video angeschaut habt. Für mich ist es einfacher, euch so zu antworten. Bis bald.